Die 100 wichtigsten Fragen für Gitarrenanfänger. Wir sind bei Platz 23, Akkorde üben und Lieder ohne Akkordangabe. Das hat vielleicht schon jeder irgendwann mal erlebt. Man schaut im Internet nach, auf einmal hat man sein Lied, was man gefunden hat, aber ohne Akkorde. Noch öfter kommt das vor, wenn man mit Liederbüchern arbeitet, die vielleicht sowieso nur Noten, aber keine Akkorde haben. Man kann jetzt Folgendes machen. Man geht einfach wieder nach Google, gibt das Lied ein, den Titel des Liedes, vielleicht sogar den Interpreten noch, und gibt danach das Zauberwort ein, nämlich Tabs, T-A-B-S, Abkürzung für Tablatur, oder Chords, englische Bezeichnung für Akkorde. Dann kommt man auf bestimmte Seiten, wo es tausende oder abertausende Lieder und Interpreten gibt, aber mit Akkorden und oder Tablatur. Das wäre die eine Möglichkeit, aber vielleicht geht es dem Beitragsersteller gar nicht darum, wie man die sucht, sondern wie man sich selbst hilft mit den eigenen Ohren. Das ist natürlich für Anfänger sehr schwer. Erstmal bedeutet das, man müsste vielleicht schon mehrere Akkorde kennen, obwohl man das Lied vielleicht mit drei Akkorden spielen kann. Aber um das auszuprobieren, um zum Beispiel mit einem Originallied mitzuspielen, muss man vielleicht den Akkord können, so wie das Lied im Original geschrieben ist, in der Originaltonart. Wenn ihr vielleicht aber schon einige Akkorde könnt, dann habt ihr die Möglichkeit, durch etwas Ausprobieren herauszufinden, in welcher Reihenfolge die Akkorde im Lied vorkommen. Wir gehen mal hier auf den Transposer und auf eine Nahaufnahme, dann erkläre ich euch einige Sachen dazu. Zuerst gilt es herauszufinden, in welcher Tonart das Lied geschrieben ist. Ihr müsstet vielleicht nach Bässen suchen, die dazu passen und dann den entsprechenden Akkord spielen. Ich gehe jetzt mal davon aus, als Beispiel nur, es wäre der G-Akkord, wo ihr glaubt, das ist so der Hauptakkord des Liedes, der auch am häufigsten meistens vorkommt dann. Zumindest am Anfang und am Ende müsste der vorkommen. So, auf dem Transposer sehen wir hier in der Mitte farbliche Kennzeichnungen. Das ist einmal mit der römischen 1 eine lila Bezeichnung oder pinkfarben. Dann hier bei der römischen 4 und bei der 5. Da seht ihr auch bestimmte Akkorde, zum Beispiel G-Dur, C-Dur und D-Dur. Diese drei Akkorde solltet ihr als erstes versuchen im Lied, wenn ihr glaubt, dass es mit G beginnt oder mit G aufhört. Das sind die Höchstwahrscheinlichkeit wäre nach einem G höchstwahrscheinlich ein D oder der fünfte wird auch oft als Siebener gespielt, also D7. Die könntet ihr nach Gefühl versuchen einzusetzen, G, C, D. Was dann eventuell auch noch vorkäme, das sind die gelben Kennzeichnungen, aber das sind Mollakkorde. Das wäre also kein A-Dur, sondern ein A-Moll würde passen, ein B-Moll eventuell oder auch ein E-Moll. Beim Transposer ist es jetzt so, dass ihr das Gerät verschieben könnt, je nachdem welcher Grundakkord dem Lied eben zugrunde liegt. Zum Beispiel bei D hättet ihr dann entsprechend andere Akkorde zur Auswahl. D, G und A oder A7 und dann hier als Mollakkorde E-Moll, Fis-Moll oder B-Moll. Das kann man natürlich entsprechend, egal auf welche Tonart, schieben und verfolgen. Und durch diese Eingrenzung der Akkorde ist das Ganze natürlich bedeutend einfacher, als wenn ihr jetzt sozusagen völlig blind versucht, irgendwelche Akkorde dazu zu spielen, die wirklich gar nicht passen können. Ich hoffe, dass ich euch ein klein bisschen helfen konnte, dass ihr ein bisschen Plan dabei jetzt habt, wenn ihr versucht, mit den Akkorden rumzuspielen, mit dem jeweiligen Lied. Es gibt natürlich grundsätzlich auch Ausnahmen, dass noch andere Akkorde vorkommen können als die gezeigten. Aber es ist auch immer besser, wenn ihr euch auf das Wesentliche konzentriert,
das, was wirklich meistens vorkommt. Sonst bringt man sich mehr durcheinander, als dass das Ganze hilft. Eine Sache wurde im Beitrag ja noch angesprochen, wie man Akkorde übt. Grundsätzlich solltet ihr euch merken, erstmal als Anfänger, es ist wirklich nicht wichtig, möglichst schnell viele Akkorde zu lernen. Geht der Reihe nach vor und dann bleibt erstmal bei den ersten, ähnlich wie ich es in meiner Schule gemacht habe, dass ihr ein paar Akkorde lernt, die aber wirklich dann funktionieren, die ihr möglichst flüssig greifen und wechseln könnt. Das ist das Wichtigste. Und dann lernt man erstmal Rhythmen, vielleicht auch ein paar Zupfmuster und dann kommt ein Akkord nach dem anderen. Erweitert euer Repertoire vielleicht immer um einen Akkord, denn so viele gibt es sowieso nicht. Dann klappt das Ganze und ihr habt eigentlich immer Akkorde, die dann auch funktionieren. Ich wünsche euch viel Spaß und viel Erfolg.